Hallo und herzlich willkommen auf Finance Coach. Ich bin Pascal und an meiner Seite ist wieder Mirko. Heute haben wir wieder ein tolles, spannendes Thema mitgebracht und zwar eines, nach dem sehr viele immer fragen, nämlich in welche Rohstoffe soll ich investieren, wann soll ich investieren, soll ich überhaupt in Rohstoffe investieren? Und deshalb haben wir gedacht, dazu müssen wir unbedingt mal ein Videothema rausbringen, denn das ist ein ganz wichtiges Thema, bei dem es auch sehr viele Fallstricke gibt und einige davon wollen wir heute beleuchten, nicht wahr, Mirko? Genau, Rohstoffe ist wirklich ein ganz anderes Feld, als wenn ich mir hier zum Beispiel eine Apple-Aktie kaufe. Die kann ich ein Leben lang long sein, also mit der kann ich, die kann ich heiraten und brauche die nie wieder zu verkaufen. Bei Rohstoffen ist es ein bisschen anders, weil sehr viel über Termin gehandelt wird, also über sogenannte Terminkontrakte. Und da ist es halt, da gibt es halt viele Punkte, die man beachten muss, um halt dort positiv agieren zu können. Richtig, also lass uns gleich mal reinschauen. Wir haben hier eine kleine Präsentation vorbereitet, um ein paar Stichpunkte mal zu notieren, was wichtig ist, wenn man denn in Rohstoffe investieren möchte. Zum einen werden die Rohstoffe ja häufig über sogenannte Exchange-Traded Commodities abgebildet, was nichts anderes sind als börsengehandelte Fonds, die man ja bereits kennt, die ETFs, eben eine Gattung davon. Und die bilden eben die Rohstoffpreise nach, denn die wenigsten von euch werden in der Lage sein, sich eine gewisse Menge eines physischen Rohstoffs in den Vorgarten zu stellen. Das wird einfach schon mal nicht gehen, entweder aus Platzgründen oder weil der Kontrakt einfach viel zu groß ist, die Liefermenge, die man eben mindestens abnehmen müsste. Und deshalb wird das nicht funktionieren. Also klar, jeder kennt das, man kann Gold- und Silberbarren kaufen und kann die in Safe verwahren oder auch im Garten vergraben. Aber bei anderen Dingen wird das deutlich schwieriger werden. Und deshalb braucht man einfach diese Konstrukte, diese Exchange-Traded Commodities, um eben die Preise von Rohstoffen abbilden zu können. Und da muss man sich natürlich fragen, okay, wie funktionieren denn diese Produkte? Was ist die Grundlage des Handelns dort? Und da ist es häufig so, dass die nachgebildet werden. Also die bilden einen gewissen Index oder einen gewissen Future-Preis oder Rohstoffpreis nach unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, also das eine ist halt, dass man hier häufig sehr hohe Kosten hat, je nachdem, welchen Rohstoff oder welchen Rohstoffindex man abbildet. Und diese Kosten, die gibt der ETC natürlich einfach weiter an den Anleger. Jedes Jahr wird er quasi also einfach von der Performance was weggenommen und das merkt man einfach dadurch, dass der Kurs entsprechend schlechter performt als der Rohstoffindex bzw. der Rohstofffuture. Und da, ja, auf lange Sicht macht sich das eben besonders bemerkbar. Schlechter ist natürlich dann die Performance im Vergleich zum Vergleichsindex bzw. dem Rohstofffuture. Also sollte man da natürlich auch immer einen Blick drauf haben, welche Kosten da einmal schon anfallen für so ein Exchange-Traded Commodity. Aber das ist natürlich nicht der einzige Posten, der relevant ist, wo es ums Thema Fallstricke geht, denn es gibt natürlich auch noch andere Dinge zu beachten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, Mirko. Klar, Pascal, wenn du die Grafik einblendest, also wir könnten ja schon mal den Goldman Sachs Commodity Index einblenden, Also, um halt ganz einfach mal zu sehen, wie kann man das am besten vergleichen. genau. Also gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier mal den Wikipedia-Artikel aufgerufen von diesem Index, der inzwischen ein bisschen anders heißt. Also eigentlich hat das immer noch im Kürzel drin, aber der gehört seit 2007 entsprechend Standard & Poor's. Und deshalb heißt der jetzt S&P GSCI, also früher Goldman Sachs Commodity Index. Und in diesem Index sind einfach 24 verschiedene Rohstofffutures drin von verschiedenen Rohstoffen. Die sehen wir hier unten nochmal die Zusammensetzung. Zwei Drittel davon machen einfach Energierohstoffe aus, also Erdöl, Gas, Heizöl, solche Dinge. Aber es sind auch Industriemetalle, Edelmetalle und Agrargüter drinnen. Das ist also ein ja, sehr breiter Index, der zwar großes Gewicht im Energiesektor hat, aber eben 24 verschiedene Rohstoffe enthält. Und darauf gibt es natürlich auch Exchange-Traded Commodities, die eben diesen Index versuchen nachzuvollziehen. Und einer davon ist zum Beispiel der iShares S&P GSCI, der eben versucht, diese Performance so gut es geht nachzubilden. Und wir gucken jetzt mal an, wie gut ihm das gelungen ist. Nämlich, wenn wir mal einen sehr langen Zeitraum wählen mit 10 Jahren, dann sehen wir, dass die Gesamtrendite schon mal negativ ist mit minus 9,77%. Und der Vergleichsindex, also der S&P GSCI, der hat nur minus 8,84% gemacht. Also ist er ein wenig besser, der Vergleichsindex, und der ETC eben ein wenig schlechter. Und das gilt auch für alle anderen Zeiträume, die wir uns hier anschauen können, also sowohl 5 Jahre, 3 Jahre, ein Jahr, als auch seit Auflage. Da wird es natürlich dann deutlich, dass einfach dieser ETC allein aufgrund der Gebührensituation einfach immer schlechter performen wird als seine Vergleichsindex hier in dem Fall. Und natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die wir beachten müssen, wenn es um das Thema Rollgewinne und Rollinvestitionen
Kosten geht, denn das ist auch ein Fakt, der bei Rohstoffinvestments sehr relevant wird, den aber viele außer Acht lassen, weil sie ihn gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie dieser Effekt überhaupt funktioniert. Und deshalb wechseln wir mal kurz wieder zurück zur Präsentation und schauen uns mal an, wo dieser Effekt eben erstmal nicht so stark zutage tritt. Und das ist zum Beispiel beim Gold, Mirko. Genau, wenn ich mir den Gold-EDC, also den GLD, betrachte, dann ist es ja schon ein Index, der halt das Gold physisch hinterlegt. Und im Gegensatz zum Gold-Future verhalten die sich ungefähr ähnlich. Hängt halt damit zusammen, Gold ist halt ein sehr werthaltiger Rohstoff, also auf engstem Raum. Und die Lagerkosten sind halt dort nicht so hoch. Ich muss das Ding nicht beheizen, ich muss es nicht kühlen. Das Einzige, was ich habe, ich muss vielleicht irgendjemanden vorstellen, der ein bisschen aufpasst, dass keiner die Barren rausträgt. Aber vom Wertaufbewahrungs-, also von dem Aufwand her, ist es halt nicht so groß, im Gegensatz zu anderen Rohstoffen, wie zum Beispiel in Natural Gas, was halt gekühlt werden muss, oder auch Öl, was halt gelagert werden muss, in Weizen, wo halt verschiedene Lagerkapazitäten vorrätig sein müssen, Versicherungskosten und. Und da gibt es halt Unterschiede, zumindest beim GLD, und Gold haut es noch einigermaßen hin, aber je höhere Lagerkosten und Versicherungskosten, man nennt diese auch Cost of Carry, die Kosten entstehen, desto höher sind natürlich auch die Kosten, die bei der Lagerung entstehen. Genau, das muss man natürlich immer berücksichtigen, wenn man eben so ein ETC erwirbt, weil der diese Kosten natürlich weitergibt. Also es kann natürlich nicht sein, dass man entsprechend sagt, ja, wenn ich physisch in den Rohstoff investiere, habe ich diese Kosten, aber wenn ich entsprechend so ein ETC erwerbe, der diese Preise über den Future-Markt abbildet, dann habe ich diese Kosten nicht. Das würde natürlich nicht funktionieren, sonst würde ja niemand mehr hergehen und die Sachen tatsächlich physisch lagern, sondern jeder würde hergehen und einfach nur die Future erwerben und sagen, ja, dann lasse ich mir die später liefern, dann, wenn ich sie auch brauche, die Rohstoffe, und spare mir damit die Kosten. Das funktioniert nicht. Das ist in den Preisen natürlich enthalten, diese Opportunitätskosten, diese Cost of Carry, diese Lagerkosten, und deshalb macht sich das eben auch an den Future-Preisen bemerkbar, und diese Kosten hat man eben auch, wenn man eben langfristig in solche Rohstoffe dann investiert, beziehungsweise da investiert sein möchte. Dieser negative Effekt, von dem wir gesprochen haben, dieser Rollkosteneffekt, den wollen wir mal noch an einem Beispiel festmachen. Warum kommt es überhaupt erst zu diesem Effekt? Naja, der Grund ist der, dass wir, haben es ja eben angesprochen, selten physisch die ganzen Sachen hinterlegt werden. Ausnahmen sind es vielleicht mal Gold- und Silber-ETCs, wo das eben noch einfach möglich ist, weil man die Dinge eben in Form von Barren oder Münzen vorhalten kann und auch einfach einlagern kann, auch wenn man es eben meistens noch versichern muss, dass es eben nicht plötzlich alles weg ist, wenn das Lager überfallen wird. Aber bei allen anderen Produkten wird das häufig eben synthetisch gemacht über Future-Produkte. Das heißt, man kauft also nur einen Terminkontrakt, der einen berechtigt, eben dieses Gut zu erwerben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und bevor dieser Zeitpunkt kommt, wo man es erwerben müsste, verkauft man wieder diesen Future und kauft einen später fälligen Future, sodass man quasi das Gut immer nicht erwerben muss, aber eben immer das Anrecht hat, es zu erwerben. Und das ist also die synthetische Variante, die einem sozusagen dieses Dilemma erspart, dass man das irgendwo hinstellen muss und lagern muss und dass es irgendwann auch verfallen würde, wenn man es nicht weiterverkauft. Aber trotzdem ist man quasi investiert in diesem Produkt und kann eben an den Preisbewegungen partizipieren. Das Problem dabei ist, dass wir eben sogenannte Rollkosten haben beim Ablauf eines Futures. Das heißt, ein Gut, das verfällt zwar irgendwann, ja, das heißt, entweder muss ich es gegessen haben oder weiterverkauft haben und jemand muss es verarbeitet haben, aber ein Future hat eben auch ein Laufzeitende. Anders als eine Aktie, wie der Mirko das vorhin im Eingangs erwähnt hat, läuft eine Apple-Aktie endlos, aber ein Future eben nicht. Irgendwann ist die Endfälligkeit erreicht und dann muss eben das Gut abgenommen bzw. geliefert werden. Und wenn ich das eben nicht möchte, muss ich diesen Future eben verkaufen und auf einen länger laufenden Rollen, nennt man das. Und dabei entstehen sogenannte Rollkosten. Das ist in extra in Anführungszeichen gesetzt, weil das keine tatsächlichen Kosten sind, sondern das eher ein Effekt ist, den wir uns gleich noch näher anschauen werden. Natürlich entstehen auch Transaktionskosten, aber die lassen wir in dieser Betrachtung jetzt erstmal außer Acht. Wir haben dann einen besonders negativen Effekt, wenn wir in so einer Standardsituation sind, wie bei den meisten Rohstoffen das eben der Fall ist. Die nennt sich Contango-Situation, eben dass spätere Fälligkeiten, also mit Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt, eben teurer sind. Und das liegt, wie gesagt, an den Cost of Carry, weil je nachdem, wie teuer es ist, einen Rohstoff einzulagern, desto höher sind natürlich die Preise für zukünftige Lieferungen, eben weil diese Opportunitätskosten mit eingepreist werden von den Marktteilnehmern. Jetzt gibt es aber auch noch die gegenteilige Sache, Mirko, nämlich dass es ein positiver Effekt ist. Ja, was ich halt unseren Zuschauern noch mitteilen müsste, dass ihr euch merken müsst, dass bei allen
Produkten, die nicht physisch hinterlegt sind, solche Kosten entstehen ganz einfach, weil die halt synthetisch aufgrund des Futures nachgebildet werden. Das müsst ihr euch merken, dass dieser Future halt einen ganz bestimmten Verfallstag hat und an diesem Tag existiert dieser Future nicht mehr, sondern es gibt nur die Möglichkeit, in diesen neuen zu switchen, um halt das nachzubilden. Und geht nicht davon aus, dass euer Broker, wenn ihr hier Rohöl handelt zum Beispiel, sich die Fässer ins Büro stellt und sagt, oh Mensch, der Herr Müller, der hat hier Öl gekauft und ich muss jetzt hier Öl kaufen, damit ich den notfalls beliefern kann. Also so ist es halt nicht. Also so ein Future hat halt ein ganz bestimmtes Ablaufdatum und das müsst ihr euch merken, dass die Futures die verschiedenen Daten verschiedene Preise haben. Jetzt hatte der Pascal ja schon gesagt, okay, Contango und was ist denn das überhaupt? Contango sagt eigentlich nur aus, dass die vorderen Kontrakte günstiger sind wie die hinteren. Und in dieser Situation ist es halt wirklich so, dass die vorderen nach Ende der Laufzeit verkauft werden müssen, weil die Laufzeit ja abgelaufen ist. Und schon muss der Händler oder der ETF, der Fonds, in den neuen Monat switchen. Und das kostet natürlich Geld. Richtig. Und jetzt haben wir aber noch den Fall, dass es auch einen positiven Effekt gibt, wenn wir in der sogenannten Backwardation sind. Das ist eben die entgegengesetzte Situation, sodass wir eben jetzt die nächste Fälligkeit eben teuer bepreist haben und die länger laufenden späteren Fälligkeiten eben günstiger sind. Und da würden dann entsprechend anstatt Kosten Gewinne entstehen, weil ich dann entsprechend ein Gut erwerbe, das eben plötzlich günstiger geworden ist, wenn ich aus dem nächstfälligen Kontrakt eben rausrolle, also den verkaufe und den nächstfälligen dann erwerbe, dann spare ich sozusagen was, weil er plötzlich günstiger geworden ist. Jetzt machen wir aber erstmal ein Beispiel, um diesen negativen Effekt zu zeigen in dieser Standardsituation, in der Contango-Situation. Und dafür haben wir einfach mal die Preise hergenommen, die man auch an der Terminbörse sehen kann. Ich zeige das mal kurz. Da sehen wir das hier mit den Kaffee-Futures an der CME. Da sehen wir auch die letzten Preise, die eben festgestellt worden sind für die verschiedenen Fälligkeiten, wie jetzt hier Dezember 2020, März 2021, Mai 2021. Da sehen wir eben die letzten Preise vom Vortag. Und das Ganze haben wir hier in der Präsentation nochmal zusammengefasst und können uns das jetzt also betrachten, dass wir hier in einer klassischen Contango-Situation sind. Das heißt, spätere Fälligkeiten sind eben teurer als die nächste Fälligkeit. Und das wird beim Kaffee hier besonders deutlich, weil wir hier eben auch sehen, dass eben 3 Monate mehr Laufzeit besonders große Preissteigerungen dann schon ausmachen können. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein ETC, also ein Fonds geht jetzt her und hat einen Kaffee Future Long. Die haben den also erworben, partizipieren also an der Preisbewegung des Kaffeepreises. Wenn jetzt hier der Dezember aktuell 110,10 Dollar kostet und die verkaufen jetzt diesen Kontrakt, haben sie also 110,10 Dollar auf dem Konto und können jetzt entsprechend damit wieder neue Futures kaufen. Der März kostet allerdings 112,60 Dollar. Sie würden also weniger als einen ganzen bekommen. Natürlich handeln die jetzt nicht nur einen Future, sondern mehrere. Aber nehmen wir mal an, die haben Tausende von Futures und können jetzt einfach weniger nur noch erwerben, weil sie jetzt mehr bezahlen müssen im März. Und das ist eben das Problem, dass sie quasi zwar immer noch dasselbe Vermögen haben, also sie haben natürlich dasselbe Geld jetzt immer noch investiert, aber entsprechend weniger Kontrakte von diesem Future, also partizipieren sie eben auch weniger an der Preisbewegung vom Kaffee, weil sie einfach weniger Future-Kontrakte nur noch im Portfolio haben. Ja, und das ist genau das Problem, dass man eben weniger an Erlös bekommt, als man bezahlen muss beim Rollen, und das führt dazu, dass die Partizipationsrate sinkt. Und das ist eben dieser eigentliche Rollkosteneffekt. Das heißt, in diesem Moment des Rollens entstehen noch gar keine Kosten und noch gar kein negativer Effekt, außer jetzt den Transaktionsgebühren, aber die Partizipationsrate sinkt. Ich habe weniger Kontrakte im Kaffee und damit, wenn der Kaffeepreis wieder anziehen sollte, dann gewinne ich natürlich auch weniger, weil ich einfach weniger Stücke davon habe. Jetzt ist ja natürlich die große Frage, unser Thema war, wann in Rohstoff-ETFs investieren oder in Rohstoffe investieren. Und da müssen wir uns ganz einfach auch mal die verschiedenen Terminstrukturkurven dann später angucken. Aber schauen wir erstmal die Anlagedauer. Wir haben ja gesagt, okay, wenn ich so in so einem Produkt long bin, also wenn ich diesen gekauft habe, dann verursacht er Rollkosten. Demzufolge muss der Preis ja immer fallen. Deshalb sollte ich niemals langfristig in so einem Rohstoff investiert sein, weil mich dann ganz einfach die Rollkosten auffressen. In der normalen Situation einer Contango, ne? Das heißt, ich bin nur
kurz- oder mittelfristig investiert. Und da sprechen wir hier von 1 bis 3, vielleicht, wenn auch mal ein größerer Zyklus ist, 4, 5 Monate, aber länger sollte es dann auch nicht sein. Genau, also deshalb immer die Laufzeit eher kurz halten und niemals zu lang, also auf jeden Fall nicht auf mehrere Jahre oder Jahrzehnte gesehen in Rohstoffe anlegen wollen oder sich halt des negativen Effekts bewusst sein, der natürlich je nach Rohstoff besonders stark zuschlagen kann. Naja, wann sollte ich jetzt dann überhaupt in Rohstoffe investieren, wenn ich diesen Markt eben trotzdem nicht aus meinem Portfolio weghaben möchte? Dann natürlich, wenn sich die Contango-Situation auflöst. Also wenn wir nicht diesen negativen Effekt hätten, dass wir Rollkosten dann haben, wenn wir einen Future verkaufen müssen und den nächstfälligen erwerben müssen, beziehungsweise das müssen wir nicht selbst tun, das tut ja der Fonds für uns. Aber diese Kosten, die fallen ja natürlich auf Fondsebene an und bleiben dann sozusagen an uns als Anleger hängen. Also müssen wir schauen, wann sich eine solche negative Terminstrukturkurve eben auflöst und entsprechend die gegenteilige ausbildet, also eine Backwardation gerade entsteht, weil dann würde ich ja Rollerträge generieren, wenn wir eine Backwardation haben. Und das Ganze kann man sich auf verschiedenen Seiten auch kostenfrei anschauen. Der Mirko hat es schon erwähnt. Da gucken wir jetzt einfach mal rein. Hier zum Beispiel bei Scar Trading kann man das Ganze sich anschauen und da wird das Ganze auch sehr schnell deutlich, wie die Normalsituation aussieht, die wir ja hier zum Beispiel gerade im Kaffee haben. Also spätere Fälligkeiten sind einfach teurer. Das heißt, je höher der Balken, desto höher der Preis. Den sehen wir hier auf der linken Seite auf der Skala. Und beim Kakao haben wir genau den gegenteiligen Effekt. Da sind wir also in der Backwardation. Da sehen wir, spätere Fälligkeiten sind günstiger. Also beim Übergang von dieser rechten Terminstrukturkurve, wo wir eben hier in einer Contango sind, dann wird die Terminstrukturkurve ja irgendwann flacher und steigt dann eben vorne wieder an. Das heißt, hier werden die Preise wieder höher am kurzen Ende mit den kurzen Laufzeiten und dann sehen wir eben sowas hier wie im Kakao. Und genau wenn dieser Effekt eintritt, dann lohnt es sich noch in Rohstoffe zu investieren, weil man dann eben positive Effekte für sich hat. Ansonsten hat man eben die meiste Zeit eine Contango-Situation und diese ganzen Nachteile, die wir eben angesprochen haben. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass man halt sagt, okay, wenn die Kurve halt in Backwardation dreht, dann ist es halt so, dann kann man schon mit einem Nachfrageüberhang oder einer Angebotsverknappung rechnen. Und das ist eigentlich die Möglichkeit, wo man sagt, okay, ich profitiere einmal von der Knappheit des Gutes, zum anderen profitiere ich von dieser Backwardation. Das heißt, die hinteren Kontrakte müssen von der Sache oder bescheren mir halt Rollgewinne in dem Sinne. Und ich kann dann halt wirklich in diesen Trade auch mal long gehen und kann dort sicherlich auch gutes Geld machen. Aber ich muss halt die Kurven kennen und ich muss halt wissen, wie das dort funktioniert, weil auch Rohstoffpreise können halt relativ schnell und stark schwanken. Genau, und immer dran denken, nicht zu lange investiert sein, sondern die Anlagedauer eher kurz bis mittelfristig halten und niemals über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, denn dann greifen sicherlich wieder die negativen Effekte, weil wir die meiste Zeit uns eben in dieser Contango-Situation befinden, wo dann Rollkosten entstehen bzw. die Partizipationsrate einfach immer weiter sinkt. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen aus diesem kleinen Thema Rohstoffe investieren und würde mich freuen, wenn es euch weitergebracht hat, wir einen Daumen hoch verdient haben für dieses Video. Natürlich werden sicherlich ein paar Fragen offen geblieben sein. Das heißt, unbedingt fleißig kommentieren hier unter dem Video. Und natürlich, wer es noch nicht getan hat, sollte unbedingt unseren Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr immer sofort informiert seid, wenn wir wieder ein neues Video hochladen bzw. mit dem Livestream live gehen und auch unsere Kontotrades zeigen. Ja, ist auf alle Fälle was ganz anderes wie eine Aktie, sondern hier geht es wirklich um Terminkontrakte, die synthetische Nachbildung und wirklich, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unter das Video und wir können noch mal näher drauf eingehen. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis demnächst.